Die PDC-WM 2021 ist gestartet und damit beginnt auch unser Podcast-Marathon hier bei Shortleg, dem Daten.de Podcast. Während der WM jeden einzelnen Tag für euch nach jeder Abendsession eine neue Ausgabe und damit Grüße in die Runde bestehend aus mir, Marvin van Boom, aber auch aus Kevin Barth. Hi Kevin. Hallo zusammen. Und auch der Shorty ist mit dabei. Hi Shorty. Grüße, hallo die Runde, freue mich. Ja, Shortleg weiterhin hörbar natürlich auf den bekannten Medien wie Spotify, meinen Sportpodcast, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter. Ihr wisst es mittlerweile. Kurz vorneweg, bevor wir dann ins Geschehen wirklich einsteigen, eine kurze Info. Da wir ja der Daten.de Podcast sind, auch eine Info bezüglich unserer Interviews. Denn wir hatten ja versprochen, dass wir zu jeder Session, zu jedem Tag Interviews liefern und die auch auf unserem YouTube-Channel, auf YouTube eben verbreiten. Das wurde uns zugesagt, zumindest war das in den letzten Turnieren auch immer möglich, dass wir per Zoom dann die Interviews aufnehmen. Aber Kevin, das ist jetzt erstmal ja nicht möglich, leider. Ja, es hat uns dann während der Abendsession, während der Session heute nach dem ersten Spiel irgendwann eine Mail erreicht, in der es dann geheißen hat, dass aufgrund der Bedingungen vor Ort Interviews per Zoom derzeit nicht möglich sind, dass es sein kann, dass sie während dem Turnier wieder möglich sein würden, dass man uns das dann kommuniziert, wenn es wieder der Fall ist. Also ist halt eine schwierige Situation, wenn du dich darauf vorbereitest, wenn du extra auch Leute dafür einteilst, wenn du Werbung dafür machst, dass du Interviews anbietest. Und ja, ich verstehe, dass die Bedingungen anders sind, aber verstehe halt nicht, wieso es nicht möglich ist, einen Laptop hinzustellen, ein Headset anzuschließen und gerade für internationale Journalisten, wo mit Sicherheit jetzt viele vielleicht auch nicht in London sind, da dann ein Spieler hinsetzt und entsprechend Interviews ermöglicht, zumindest internationale Interviews wären ja, denke ich, ganz schön gewesen. Ich weiß auch von niederländischen Kollegen, die zum Beispiel dieses Jahr dann nicht vor Ort sind. Und ich muss sagen, ich habe die Mail gelesen, während ich den Bericht geschrieben habe für die heutige Session. Das hat dann doch einigen Schwung für mich aus diesem ersten WM-Abend genommen. Ja, das definitiv. Wir bedauern das wirklich sehr, weil wir auch, ja, offen gesagt, da viel Werbung gemacht haben, auch gesagt haben, wir werden jedes Interview mit den Deutschsprachigen auch führen. Auch das ist aktuell dann nicht angedacht, also auch nicht möglich für uns. Wir können aktuell auch nur auf die Broadcaster dann im deutschsprachigen Bereich DAZN und Sport1 da verweisen. Wir werden an einer Lösung arbeiten, also falls es dann doch möglich sein sollte, dass wir da irgendwie Interviews führen, werden wir das natürlich direkt machen. Aber aktuell, wie gesagt, müssen wir da erstmal abwarten, ob sich dann noch was ergibt. Die nächsten Tage dann leider erstmal nur in Schriftform in den Berichten. Wir hoffen dann trotzdem, vielleicht gegen Ende der WM dann wieder das ein oder andere Interview dann auch in Audio- oder Videoformat für euch aufzunehmen. Ja, das dazu. Trotzdem wurden die Darts natürlich heute zum ersten Mal auf der WM-Bühne geworfen, Shorty. Wir hatten jetzt ja auch noch gestern diese News, die reinkamen. Die traf uns ja eigentlich mindestens genauso hart, dass jetzt dann doch keine Zuschauer zugelassen werden. Jetzt abgesehen vom ersten Tag, sondern ab morgen dann keine Zuschauer. Wie hast du diese News dann aufgefasst gestern? Ja, also eigentlich irgendwie war ich doch mittelschwer entsetzt, sagen wir es mal so. Irgendwie war da so ein kleines Lichtlein angezündet. Sie haben ein anderes Konzept auf der Insel. Sie haben ihre ersten Impfungen durchgeführt. Sie haben einen anderen Ablaufplan. Sie trauen sich ganz schön was zu. Dann hatte ich nochmal erwähnt in einem anderen Projekt, dass ich gesagt habe, Mensch, wir müssen erstmal sehen, dass der Startschuss fällt, dass alle negativ getestet sind und wir tatsächlich durchstarten können. Dann haben wir ein Husarenstück für unseren Sport dahingestellt und die ganze Welt kann sich die nächsten 16 Tage an dieser wunderbaren Arbeit der PDC laben. Und dann kommt dieser Schuss mit einen Tag habt ihr Zuschauer, morgen dann wieder nicht mehr. Der verfälscht für mich schon wieder so ein bisschen das Bild gleich von Anfang an. Natürlich auch dann die nicht volle Halle da zu sehen, diese aufgeteilten paar People, weil man dann auch hört, dass dies nicht ausverkauft war, weil dieses Hin und Her einfach ein leidiges Thema war und kein Ende fand. Und diesmal waren sie doch sehr vorsichtig und zurückhaltend im Kaufverhalten und diesmal haben sie recht behalten, die Zuschauer, vielleicht doch wieder zu viel gewagt und noch nicht so viel gewonnen in diesem Thema. Ich fand es total komisch,
das auch zu hören, weil die PDC, wir haben vorhin bei uns auch in der daten.de-Gruppe diskutiert, das, was da heute atmosphärisch zu hören war, das kann nicht nur das Alley-Pally-Publikum heute gewesen sein. Weniger als 1000 Leute, die keine Gesänge anstimmen dürfen und so weiter, machen nicht solch einen Krach. Also sie haben da einen Großteil wieder vom Band was eingemischt. Und das finde ich schade, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt bei jedem Turnier irgendwie einen bestimmten atmosphärischen Standard brauchen. Wir haben früher die WM in der Circus Tavern mit 800 Leuten gespielt. Da war auch Stimmung, aber da konntest du bei gewissen Situationen, in gewissen Spannungssituationen auch die berühmte Stecknadel fallen hören. Und ich fand das damals nicht schlimm. Also ich finde es eher jetzt komisch, dann zu wissen, das kann nicht echt sein, was da passiert. So wie damals in Las Vegas, wo sie die Leute, die da waren, irgendwie in die vordersten Reihen gesetzt haben, geguckt haben, dass sie nur das filmen und dann vom Band noch Dinge dazugespielt haben. Das finde ich nicht ehrlich und finde ich schwierig. Also wenn wir dann schon mal Zuschauer da haben, da möchte ich auch zumindest mal hören, wie das in der Halle klingt. Und wegen mir klingt es morgen dann anders. Das nehme ich so, ist okay. Ja, ich fand es auch sehr komisch, muss ich sagen. Also es waren schon natürlich Zuschauer da, die auch aufgestanden sind und auch gesungen haben. Paul Hinks hat im letzten Match, glaube ich, auch einmal noch kurz gesagt, best of all up, please. Also war schon ein bisschen Stimmung da. Aber klar, ab morgen erwartet uns dann sowieso wieder das Audioband. Damit müssen wir leben. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, wie du siehst, Shorty, ich hätte heute auch damit leben können, wenn das wirklich authentisch gewesen wäre. Das, was in der Halle geboten wird, dass auch wir das als Zuschauer dann an den TV-Geräten genauso übermittelt bekommen. Ja, genau. Also das ist schon richtig, was ihr da sagt. Und auch, ich hatte noch den Unterschied gelobt zwischen ITV und Sky Sports, dass da verschiedene Atmosphären benutzt wurden und dass da der Tonmann auch eine entscheidende Rolle irgendwann spielte mit dem positiven Feedback. Und auch wenn man knapp mal den Darts knapp vorbeiging, also da gab es dann schon Unterschiede und dass da vielleicht der Tonmann dann auch noch ein entscheidender Faktor in dem Spiel werden kann, wenn er nun hypt und wenn er nicht hypt. Also es ist schon alles irgendwie weird, aber wenn man so lange dafür kämpft, wirklich Live-Publikum zu haben und dann hat man Live-Publikum und übertönt es so mit der Atmosphäre, dann ist das schon kontraproduktiv, da bin ich schon bei euch, ja. Dann gehen wir jetzt doch wirklich in das sportliche Geschehen rein. Wir hatten die Auftaktpartie zwischen Steve West und dem indischen Qualifier Amit Gilit Vada, Kevin. 3-0 am Ende das Ergebnis, ein Leck für den Inder. Das war ungefähr das, was man erwarten konnte, oder? Ja, durchaus. Also vielleicht haben wir Gilit Vada unterschätzt. Also gerade beim Scoring habe ich da schon ein paar gute Momente auch von ihm gesehen und ich denke, ein 80er Average ist okay. Steve West hat länger gebraucht, bis er in das Spiel reinkam, hat dann am Ende doch auch überzeugender gespielt nach einigen nervösen, wackeligen Momenten. Aber natürlich war das so oder so ähnlich zu erwarten, ja. Ja, ich hau da nur mein übliches nie zu null rein, bin froh für den Gilit Vada, dass er da nicht einen Whitewash gekriegt hat und mehr war einfach nicht drin. Ja, denke auch, dass wir da gar nicht viel mehr zu sagen müssen zu dieser Partie. Es war irgendwie so ein Reinfinder in das Turnier. Also er hatte irgendwie Zeit, auch das Publikum zu sehen. Die Halle, es ist ja alles total komisch aufgebaut gewesen, auch mit den Stühlen. Ich weiß gar nicht, wie sie es da morgen lösen, ob man die Stühle rausnimmt. Man hat diese große Wall, wie aus den letzten TV-Turnieren, hatte man jetzt auch nicht drin. Also das Sky Sportstudio war jetzt auch im vorderen Bereich der Halle. Das war sonst immer im hinteren Bereich. Das haben die jetzt quasi auf Höhe der Bühne aufgebaut, wo früher die Audiokommentatoren saßen. Also alles sehr, sehr komisch auf jeden Fall. Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass sie auf jeden Fall umbauen. Heute Nacht. Ich denke, sie werden wieder auf die Skywall da hinten an zurückbauen. Also alles wegräumen und die Videoleinwand aufbauen. Da gehe ich von aus für morgen. Ja, ist wahrscheinlich für den TV-Zuschauer auch einfach dann deutlich angenehmer. So eine leere Halle, ja, mit gar nichts dahinter, das ist irgendwie dann doch sehr, sehr strange und gewöhnungsbedürftig. Kommen wir zu Spiel Nummer 2. Steve Beaton gegen Diogo Portella. Portella war jetzt schon öfter bei der WM dabei, dieses Jahr dann als Repräsentant Südamerikas, also quasi diese Wildcard bekommen. Wir hatten es schon in der Vorschau auch diskutiert. Kevin, Beaton, 30. WM-Teilnahme, das wird eine sein, an die er sich nicht gerne zurückerinnert. Ja, absolut. Also Steve Beaton hat ja jetzt bei der PDC-WM vor allem nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht. Und letztes Jahr dann lief es besser.
sein Jahr war jetzt nicht gut, man wusste nicht, was man kriegt, aber dass es dann so schlecht läuft, er dann lange auch unter 80 im Average unterwegs war, das hätte man so nicht unbedingt erwartet. Diogo Portella dann auch stärker geworden, glaube ich, 4-5 Legs in Serie gespielt, wo er dann immer nur 5 Aufnahmen gebraucht hat, gerade zum Matchende hin. Aber Beaton hat ihn einfach auch gelassen. Also da lief wenig, da ist er nicht hinterhergekommen und das hat mich schon in der Art und Weise überrascht, weil gerade Portella jetzt nicht derjenige ist, der gerade auch bei der WM und generell in letzter Zeit irgendwie spielerisch groß aufgefallen wäre. Ich meine, natürlich freut es mich auch für ihn, weil das der erste Sieg eines Südamerikaners dann auch bei der WM ist. Aber ist auch schon ein bisschen Wehmut mit dabei, wo man dann auch hofft, dass Steve Beaton nicht das letzte Mal bei dieser Weltmeisterschaft mit dabei war. Es war ja auch vor allem sehr emotional. Shorty Portella kurz nach dem Matchstart hat angefangen zu weinen, hat dann auch in Interviews gesagt, die Zeit jetzt während Corona wäre für ihn die schlimmste seines Lebens gewesen. Er hat sogar an Selbstmord gedacht, was er gesagt hat. Er ist Vater geworden, seine Mutter ist leider verstorben. Also es war super emotional, das zu sehen. Ja, ein absolutes Wechselbad der Gefühle. Ne? Ein absolutes Wechselbad der Gefühle, was Rob Cross auch unter sich hatte, als er seinen Vater verloren hat in diesem Jahr und ein neues Baby bekommen hat, ist das eine absolute emotionale Achterbahn. Dazu bist du dann noch Vorreiter deines ganzen Landes und du kannst den ersten Sieg da landen, so ähnlich wie sich Fallon Sherrock letztes Jahr gefühlt haben muss. Und da bricht es einfach aus dir raus, ob da nun 100 Leute sind, 1000 oder 3000, völlig egal. Er hat es einfach laufen lassen und das eben zeigt auch die Menschlichkeit, die Herzlichkeit in dieser ganzen Sache und diesen Ehrgeiz, den er da entwickelt. Nur das Geschenk kam ganz eindeutig von Steve Beaton. Also dieses Spiel zu gewinnen war ein ganz großes Geschenk, was er da bekommen hat, weil Steve Beaton fand heute nicht statt. Der hat seinen 30. Auftritt da gehabt und ja, wie du schon sagst, den würde er sich nicht unbedingt oft ins Gedächtnis zurückrufen. Dann das dritte Spiel des Abends. Jeff Smith gegen Keen Barry, das war so eine Partie, wo wir gesagt haben, das könnte so ein richtig geiles Erstrundenmatch werden. Also da hatten wir eigentlich richtig Bock drauf. Jetzt bin ich nach dem Spiel, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht. Ich hatte da schon mehr erwartet. Generell das Niveau nicht so hoch, wie ich vermutet hatte. Kevin, Barry kam am Ende nochmal ran, aber Smith dann mit dem 82er-Check wahrscheinlich mit der, ja, der wichtigsten Situation am Ende des Matches. Ja, also auch ich habe am Anfang gedacht, was ist denn hier los? Erster Satz, zweiter Satz hatten wir einen 22, da hat er, glaube ich, von Barry auch mit dabei. Da war ja der Decider, wo Smith die ersten 9 Darts dann im zweiten Satz im Decider kein großes Triple trifft, sich dann noch runterspielt. Und ich glaube, da hat er ebenfalls 82 gecheckt. Das war extrem wichtig für ihn zum 2-0. Danach ist das Spiel vielleicht ein bisschen zu dem geworden, was wir uns erhofft hatten. Beide Spieler mit Steigerungen, mit besseren Momenten. Barry dann auch zwischenzeitlich im vierten Satz noch mit Chancen, die er nicht genutzt hat. Und Smith war der coolere, der in den wichtigen Momenten einfach zur Stelle war. Den beiden hätte ich aber auch gerne noch einen Satz mehr zugeguckt. Da hätte ich mir auch gerne einen 5. Satz angeschaut, absolut. Barry kann mehr, auch Jeff Smith kann insgesamt mehr. Ich meine, 85er Average, den er jetzt gehabt hat, spricht jetzt nicht die Sprache, die dieses Match dann vor allem ab dem 3., 4. Satz dann hatte. Also da hat er dann schon besser gespielt. Aber es hätte halt Gegner gegeben, wo er dann einfach mit der Leistung 0-2 hinten gewesen wäre. Also gerade bei ihm habe ich jetzt auf der WM-Bühne noch nicht oft das gesehen, was er wirklich spielen kann. Keen Barry auf jeden Fall ein großes Talent, Shorty, wo viele sagen, das wird ein Top-Spieler, vielleicht Top 10, vielleicht sogar besser. Er stand damals, ist noch gar nicht so lange her, im Finale der Winmore World Masters damals noch gegen Nico Blum. Das ist gar nicht so lange her, das hat er verloren. Und da haben sich die beiden Karrieren ja doch sehr unterschiedlich entwickelt. Wie kannst du sowas erklären? Die Karriere von Nico Blum und Keen Barry, möchtest du, dass ich vergleiche? Ja, weil die standen ja beide im Finale. Das ist ja quasi fast ansatzlos. Also die Entwicklung ist eine ganz
einfache Sache. Entwicklungsland Deutschland konnte Nico Blum nicht auffangen und hat nicht das richtige Umfeld, die richtige Basis für ihn schaffen können. Und in Irland ist das anders betrieben. Und Keane Barry geht weiterhin seinen Weg. Er ist jetzt noch unbeleckt, rennt jetzt zum zweiten Mal zur WM und rennt in einen Jeff Smith rein, der Silencer, der ein Potenzial hat, was nicht ansatzweise angetastet wurde von ihm heute. Nicht gefordert worden und konnte sein Spiel machen. Also von daher, für einen Keane Barry werden wir sicherlich noch was hören. Aber ich hatte auch bei den Vorschusslorbeeren, die ich mir so angelesen hatte und auch gehört hatte, so in den letzten Tagen, wirklich mehr Randale an Bord vorgestellt. Das war schon ein relativ entspannter Auftritt von Jeff Smith über Keane Barry. Also da war ich dann doch ein bisschen, ja, mit, ja, weiß nicht, ersatzbefriedigt oder unbefriedigt zurückgeblieben. Ich meine, Barry wird halt jetzt dann nächstes Jahr seine erste volle Saison auf der Tour spielen. Ich glaube, dass ihn das auch nochmal weiterbringt. Bei Ja. Nico Blum habe ich im Kopf, dass bei dem mit 17, 18 einfach schon die Schulter entsprechend zu wünschen übrig lässt, wo ich mich dann frage, wie kann das passieren? Und dann habe ich auch noch einen Super League-Spieltag im Kopf, an dem er nicht teilgenommen hat, weil er gesagt hat, ich hatte niemanden, der mich von Köln nach Bielefeld gefahren hat, wo ich dann dachte, es gibt doch aber auch Zugverbindungen. Das sind für mich so die zwei Dinge, die herausstechen, wenn ich daran denke, weshalb das bei Nico jetzt dann so nicht weitergegangen ist. Er hat sich ja dann auch entschieden, irgendwie doch nochmal eine Lehre, eine Ausbildung zu machen. Aber es ist schon interessant, wie Marvin gerade gesagt hat. Die beiden standen sich, glaube ich, vor 3 Jahren, 2,5 Jahren irgendwie im World Masters Final gegenüber. Das hat Blum gewonnen. Und inzwischen ist Keane Barry einfach viel, viel weiter, ja. Genau, das wollte ich einfach mal überlegen, wie das so verlaufen kann. Das sind ja doch dann echt unterschiedliche Tendenzen bei den beiden. Absolut, die Professionalität ist in Deutschland noch nicht so gegeben. Also du hast kein Umfeld für Nico Blum schaffen können, um den so weit zu bringen. Und in Irland ist das eine akzeptable Möglichkeit, sein Geld zu verdienen. Und in Deutschland fühlt sich das immer so semi-geil an, wenn der Erfolg kommt. Aber wenn der Spieler nicht gleich durchstartet und du erst die Arbeit reinpacken musst, bevor es der Geldregen kommt, verlieren viele Unterstützer das Interesse und diese Normalität des 17, 18, 19-jährigen Nico Blum, das hat mich ja keiner gefahren. Der kam überhaupt nicht auf die Idee, selber irgendwie was zu organisieren, weil eben zu viel schon zugetragen wurde. Da ist so eine feine Linie, die wir in Deutschland immer noch erlernen, unsere Leute zu fördern, aber auch nicht zu überfordern und unsere Leute dann quasi auch nicht zu sehr zu verwöhnen. Also, dass man sich selber mal so einen Zug nehmen kann, um von Bielefeld nach Köln zu fahren oder andersrum, das sollte doch eigentlich auch machbar sein für einen 17-Jährigen. Und wenn da eben nicht genug Engagement und nichts dabei hinter ist, haben wir aber versagt, ihm das vorzuspielen, wie man es richtig macht, weil andere Karrieren laufen dann eben so wie die des Keane Barry und Nico Blum. Seine Karriere verläuft eben die wir ihnen bis jetzt anbieten konnten und das war nicht genug. Vielleicht kommt ja noch was in der Zukunft. Er ist ja noch ein junger Ja, Mann, genau. also man weiß ja nie, was da noch uns so alles erwarten wird. Scholli, du hast gesagt, du hast die Randale vermisst von Keane Barry an Bord. Die Randale gab es dann schon beim Walk-on von Peter Wright. Also der kam ja heute in Grinch-Kostüm an, mit langen Sleeves, mit Handschuhen, grün poliert, der Bart grün, die Augenbrauen grün. Also das war doch wieder übel weit. Gibt es irgendwas in euren Köpfen, dass ein Weltmeister sich so darstellt? Ich finde das so großartig, diese Identifikation mit der Community, diesen Avatar, den er geschaffen hat, lässt er auch noch dieses Wahnsinnskostüm auf die Bühne bringen. Also einfach nur großartig. Ja, also viele haben natürlich da, gibt es zweischneidiges Schwert, macht da jetzt irgendwie den Hype zu sehr und drängt damit das gute Spiel in den Hintergrund. Ich sage nein, es ist einfach eine Symbiose dieser Sportart, fancy dresses und aggressives Dartspielen. Und er hat beides brillant vorgetragen. Also diese Grundidee. Nicht eine Sekunde irgendwie drüber nachzudenken, wer er ist und los geht's. Ich bin einfach nur begeistert und stehe in Flammen. Das ist einfach toll. Herr Kevin, er hat ja diese Sondergenehmigung. Also eigentlich ist ja immer die Ansage, schickes Hemd und bitte auch Business-Schuhe, die müssen jetzt nicht mehr schwarz sein. Da ist Wright ja schon seit Jahren nicht mehr derjenige, der sich da an die Regeln halten muss. Kommen wir aber zu seinem sportlichen Geschehen, beziehungsweise zu seiner sportlichen Leistung heute gegen Steve West. Weltmeisterlich fand ich es jetzt noch nicht.
Nein, ich glaube, ich habe auch geschrieben, es ist wie, als hätte jemand ihm auf, was habe ich geschrieben, als hätte jemand irgendwie den Energieschalter mal an, mal ausgemacht, als hätte jemand hin und wieder auf der Leitung gestanden. Der erste Satz, den fand ich überzeugend, da hat er 44 Darts für gebraucht. Im zweiten war es schon weniger überzeugend, aber Steve West war nicht in der Lage, das auszunutzen. Im dritten dann dieses 144er Kracher-Finish zwischendurch, aber West mit guten Momenten, um eben zu verkürzen. Und im vierten dann lässt Wright halt die Chancen liegen. Entschuldigung, lässt West dann die Chancen zwischenzeitlich liegen, die das Match nochmal in eine andere Richtung hätten bringen können. Und Wright tut dann im richtigen Moment das Richtige. Also grundsätzlich gab es da noch zu viele Stolperer. Es war nicht konstant. Aber da muss man natürlich auch Steve West den Vorwurf machen, dass er gerade im Scoring und dann in einem Moment auch auf die Doppel einfach viel zu wenig angeboten hat. Wenn er da, ist aber auch die Frage, ob Wright dann mehr Gas gegeben hätte, wenn man ihn nochmal gekitzelt hätte. Es ist wohl deine Prediction aus der Shortleg-Folge in der Vorschau schon nicht aufgegangen, Kevin. Ja, ich war mir recht sicher, dass das funktionieren könnte. Tja, was soll ich sagen? Ich bin aber, was Peter Wright betrifft, noch nicht schlauer. Also, es lässt sich aus diesem Auftritt überhaupt nicht ablesen, welchen Peter Wright wir nach Weihnachten zu sehen bekommen. Nach Weihnachten, das ist ein Stichwort. Der Mann wird jetzt 12 Tage Pause haben. Das ist ja wie ein neues Turnier für ihn. Und da ist ja alles möglich. Also mal sehen, was er vom Weihnachtsmann bekommt. Neue Darts vielleicht. Also. Bei dem ist das nicht die Anzahl, ob. Es ist eine reine Frage nach den Kilos. Wie viel Kilo Daten wird er geliefert bekommen? Naja, er hat auf jeden Fall die zweite Runde, beziehungsweise die dritte Runde dann ja schon erreicht, weil das war ja schon das erste Zweitrundenspiel dieser WM. Ich denke, wir haben für den heutigen Auftaktabend schon alles Wichtige zusammengefasst. Blicken wir schon mal auf die morgige. Zwei Sessions sind ja morgen dann, also den morgigen Mittwoch. Man kommt ja ganz durcheinander. Wir sind ja am Dienstag, am ersten Tag bei der WM. Das ist auch echt ungewöhnlich, muss ich sagen. Morgen, wie gesagt, zwei Sessions. Am Nachmittag geht es los um 13 Uhr deutscher Zeit. Also auch frühere Startzeit bei dieser WM nicht vergessen. Für die Leute, die jede Minute sehen wollen. Da haben wir die Partien Ryan Joyce gegen Karel Sedlacek, Ross Smith gegen David Evans, William O'Connor, Nils Sonnefeld und Chris Doby spielt gegen Jeff Smith. Der darf also direkt wieder dran. Shorty, wenn du dich für ein Match entscheiden müsstest, was dich am meisten anspricht, was wäre das für ein Spiel? Ich glaube, ich habe Bock auf William O'Connor und Nils Sonnenfeld. Kevin? Ja. Bei mir ist es Joyce gegen Sedlacek. Und ich bin gespannt auf Jeff Smith in seinem zweiten Auftritt, weil Chris Doby bislang einfach kein gutes Jahr gespielt hat. Vor Jeff Smiths erstem Auftritt hätte ich gesagt, dass der dem Doby ordentlich einheizen kann, aber nach heute weiß ich es nicht so richtig. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann ist es Joyce gegen Sedlacek, weil Joyce in diesem Jahr auch schon das ein oder andere Gute angeboten hat und Sedlacek auch auf der Tour immer stärker geworden ist. Das reizt mich, ja. Doby stand immerhin im Finale der Home Tour 3. Also, ja, das Ohohoho. dürfen wir nicht vergessen. Die ging ja auch, ich glaube, letzten Freitag oder Donnerstag zu Ende. Whatever Damon Hatter hat die auf jeden Fall gewonnen. Also, der hat auch wieder gezeigt, dass seine Form stimmt. Der Abend ist dann schon deutlich interessanter. Also, ich finde den Nachmittag jetzt auch nicht uninteressant, muss ich sagen. Aber der Abend ist trotzdem interessanter, weil der erste Deutsche eingreift. Und zwar ist das Max Hopp gegen Gordon Glenn Meffers, wenn man den ganzen Namen mit reinnehmen möchte. Außerdem Callum Rizk gegen James Bailey, Adam Hunt gegen Lisa Ashton, auch sehr interessant, die erste Dame, die ans Oki treten wird. Und Glenn Dowland darf gegen Diogo Portella ran. Also auch der schon direkt wieder am nächsten Tag mit dem nächsten Auftritt. Kommen wir zu Max Shorty. Wir hatten es in der Vorschau schon gesagt, da erwarten wir eigentlich einen Sieg. Ja, also ganz ehrlich, da erwarte ich auch einen Sieg. Max hat da einfach viel größere Erfahrungszeiträume durchgemacht auf der PDC-WM. Gordon Meadows hat immer mal wieder Anläufe gestartet, hat auch immer wieder so Semi-Erfolge erreicht und ist aber eigentlich nicht der stärkere Spieler oder stärker einzuschätzende Spieler. Für mich ist da Max klar der Favorit. Kevin, ich denke, du siehst das nicht viel anders. Was traust du denn Lisa Ashton gegen Adam Hunt zu?
Ich traue Lisa Ashton schon irgendwie einiges zu, weil ich nicht so richtig weiß, ob das, was Adam Hunt beim Grand Slam zwischenzeitlich angeboten hat, das ist, was wir jetzt von ihm zu sehen bekommen werden. Also Lisa Ashton erwarte ich schon, dass sie aus den Erfahrungen, die sie dieses Jahr als Vollprofi auf der Tour gesammelt hat, wo sie 13 Mal gegen andere Profis gewonnen hat, dass sie daraus was macht. Und dass sie ist jetzt nicht Favorit, aber ich traue ihr den Sieg schon zu. Also ich traue ihn ihr mehr zu, als ich das letztes Jahr bei Fallon Sherrock gegen Ted Evans gedacht hätte. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, was da passiert. Sowohl was sie uns darbietet, als auch was Adam Hunt uns dann darbietet. Schaut, hier kommt Adam Hunt jetzt nicht wieder zugute, dass dann morgen keine Fans vor Ort sind. Ja, das auf jeden Fall, aber auch Lisa Ashton kommt das zugute. Und Lisa Ashton hat schon fulminante Starts in so eine WM hingelegt gegen Jan Decker. Also wenn sie da den guten Mann da ein bisschen überraschen kann, denke ich mal, dass Adam Hunt es schwierig haben wird. Also ne, die Normalität, wie Kevin schon sagte, vor Fallon Sherrock hätte man auch nicht gedacht, dass das möglich ist, sogar zweimal so ein Glanzstück hinzulegen. Also warum sollte Lisa Ashton es nicht schaffen? Ich denke, da hätte ich schon Bock auf so eine kleine Überraschung. Definitiv, das wäre natürlich eine schöne Story für uns alle. Kommen wir jetzt pünktlich zum ersten Tag der WM auch wieder zu Kategorien, die wir bei der letzten WM schon bei Shortleg hatten, die wir natürlich auch dieses Jahr wieder einführen. Das ist einmal das Match des Tages und der Spieler des Tages. Bei einer Session natürlich immer etwas schwieriger, trotzdem würde ich euch dann doch jetzt bitten, euch das Match des Tages rauszusuchen. Was war für euch heute in den ersten vier Partien das Match, wo ihr am meisten Spaß hattet? Ja, wahrscheinlich Barry gegen Smith, aber ansonsten hat mich nichts anderes angelacht. Also das ist ein bisschen dürftig für den ersten Abend, muss ich gestehen. Ja, also ich bin da natürlich beim Grinch gegen West. Simply the West kriegt den Grinch. Natürlich ist das ein der kleiner optischer Vorteil von meiner Seite, dass ich das mehr genossen habe, mein lieber Kevin. Das tut mir nun leid für Alles dich. Also gut, alles das gut. hat mich direkt angelacht und alles angelacht an dieser Situation. Also von daher war das für mich das Spiel des Tages. Und auch er ist als Grinch für mich auch der Spieler des Tages, weil er Grinch diese Verkleidung quasi mit so einem diesem wie heißen diese Ganzkörperanzüge von damals da? Ich weiß nicht, nicht Neopren, sondern dieser Also komische Borat. Stoff. Ja, Borat wäre jetzt ein bisschen hardcore gewesen, wenn er das. Er hat zumindest fast das Grün getroffen. Also mit diesem Ganzkörperkondom da rumgelaufen ist, bis vorne zu den Ärmeln, das hat er auch noch nicht so oft gemacht. Er hat aber auch hinterher im Interview gesagt, er hätte sich irgendwie hinten an einer Rippe oder was irgendwie verletzt. Aber jetzt hat er ja gemerkt, er kann Dart spielen. Also was soll's. Vielleicht hält das Ding auch den Oberkörper ein bisschen strammer. Ich habe erst gedacht, er fängt jetzt das Schwitzen an in der Hütte da, weil ihm das Teil so ein bisschen einklingt. Aber nein, er hat sich ein schwieriges Kostüm ausgesucht und hat geliefert. Also ist auch der Grinch Snakebite Ride für mich der Spieler des Tages. Ja, aus Marketing-Sicht, aus Sicht der Geschichte, die das heute Abend war, Diogo Portella für mich der Spieler des Tages. Da ging es ja nicht nur um ein Land, sondern um einen ganzen Kontinent. Und das kann auch medial das ein oder andere auslösen, was man nicht unterschätzen darf. Und auch persönlich freut es mich, dass Diogo das gemacht hat. Und da waren, wie ich es vorhin gesagt habe, auch ein paar überzeugende Momente dann von seiner Seite auch dabei. Und wenn Shorty nach dem Kostüm geht, dann gehe ich nach dem Menschelnden an diesem Abend und dann ist Diogo Portella mein Player of the Day. Da würde ich mich sogar anschließen. Also Portella für mich auch heute mit der besten Geschichte auch, also was dahinter gesteckt hat, hat mich auch ehrlich gesagt emotional auch wirklich angesprochen. Der hat eigentlich nochmal, eigentlich zeigt Portella eigentlich dieses Jahr, was Corona auch mit uns allen irgendwie gemacht hat. Also ja, für mich auch wäre Diogo Portella der Spieler des Tages. Ja, ihr beiden, damit ist der erste Tag der WM schon Geschichte. Ich danke euch fürs Dabeisein. Gerne. Damit wie immer eine Freude. Und wir werden natürlich auch in den nächsten Tagen jeden Abend dann wieder eine neue frische Folge für euch aufnehmen in unterschiedlichen Konstellationen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn irgendwas Wichtiges noch passieren sollte, schaut euch daten.de an, www.daten.de. Da werden alle wichtigen Infos für euch hinterlegt sein. Und damit, ja, verabschiede ich mich für heute. Bis morgen. Ciao.
So einfach wie ich meinen Straps hier aufkriege, kannst du dir ein Abo holen von daten.de und Shortnet. Einfach unten draufhauen. Abo holen. Bis dahin. Ciao, ciao.